So, jetzt habe ich jedoch gesehen, ist ein blauer Pilz. Der eigentliche Grund, warum ich überhaupt hier bin. 3 von 3 waren das. 400 Belohnungen. War's das jetzt? Überlebensherausforderung auch alle geschafft. Seht ihr mal, wieder was getan. Uruks sterben die ganze Zeit. Muss was Grog gestohlen haben. So, wie komme ich jetzt hier am besten wieder weg? Am besten so, glaube ich. Komm, brich frei. Wer ist denn das da? Hoschgrisch. Immun gegen Schleichen, Monsterschlechter. Ich sag mal so, wenn das jetzt wieder nichts wird. Der Typ hat doch echt gegen jeden meiner Standardtricks was im Petto. Na, Freund? Wir beide wieder. Diesmal aber nicht. Hör auf zu kichern und fang an zu kämpfen. Steig ab, los. Das hier sollte ich mal öfter benutzen. Komm her. So, was will ich noch für Informationen haben? Über euch gar keine. Ziel ist in der Nähe. Hä? Brauche ich für den Informationen? Ah, gut. Hast Karagor. Mit dem sollte ich nicht da reinrennen. Furcht vor Verbrennung? Mhm, alles klar. Gerät in Panik. Hat er irgendwelche Schwachstellen? Anfällig für Schleichtodesstöße. Du starbst, wie du lebst. Als dreckiges Etwas. So, wenn der in der Nähe ist, wo ist denn der? Sieht den irgendwer? Da ist er nicht, da ist er nicht. Da auch nicht. Ich dachte, er ist in der Nähe. In der Nähe heißt für mich, ich kann ihn von hier aus sehen. Die Häuptlinge fahren wie die Fliegen, seit der Grabwandler sich herum. Herumtreibt? Ja. Mal gucken, in welchem Bezirk bist denn du? Du bist direkt in der Festung hinter mir. Waffen und Runen? Habe ich schon wieder was verpasst? Achso, ja genau, die Dolchrune von eben. Kann ich die hier getrost wegpacken? Jetzt will ich auf keinen Fall einer von ihnen werden. Oh, wie süß. Die Leute haben Angst davor, Hauptmann zu werden. So muss das sein. Ich denke, wenn wir einen Karagor für ein paar Stunden mit Knüppeln verprügeln, erkennt es uns als Herren an und lässt uns auf sich reiten. Wenn nicht, dann machen die Schläge das Fleisch. Ugo. Kann ich mich an den anschleichen? Was meint er? Leicht dürfte es nicht werden. Oh, wenn das weiter so läuft, ist das ja ideal. Und tschüss. Mal ein bisschen Vergeltung üben. Einfach nur, weil ich es kann. Du Idiot!
Jetzt muss ich aber abhauen, langsam. Sonst wird das gleich ziemlich ungemütlich hier. Habe ich irgendeinen freien Sichtweite? Dich da unten zum Beispiel. Krieg mich nicht. So, warte mal. Du da vorne bist meine Karte in die Freiheit. Hallo, Leute. Aha. Wow, 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 Leute. Ganz geschmeidig. Ihr wollt es also nicht anders, ja? Na dann in den Kampf gegen mindestens 50 Orks. Ihr könnt ja schon mal Wetten abschließen, ob das was wird oder nicht. Unsere Sendung verabschiedet sich für einige Minuten, da ich mich konzentrieren muss. Ach Mist, da habe ich gerade wirklich in letzter Sekunde quasi den Multiplikator versaut. Aua. Erwähnt ihr schon mal, dass das Spiel ab 16 ist? Kommt immer ein bisschen spät, ich weiß. Ach Mist, ich wollte den Schildträger hinter dir eigentlich abstechen. Aber gut, wenn du dich anbietest, würde dir sicherlich danken, der arme Knilch. Sag bloß, das waren schon alle, oder sind die jetzt geflohen? Hm. Immerhin ist mein super Tötungsschlag wieder aufgeladen. Ist noch ein Hauptmann in der Nähe, wenn ich schon mal hier bin? Nein? Na, okay. Dann jetzt aber Waffen ruhen. Habe ich schon wieder eine neue Waffe? Es geht alles so schnell auf einmal. Oh, dieses Menü! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah ja, mhm. Stufe 11, Stufe 10. Stufe 10 verkaufen, alles Banane. So, wie komme ich jetzt am schnellsten nach Hause? Ich hole mir einen Karagor. Da sind schon welche. Bingo! Und jetzt geht's ab nach Hause. Das heißt, ab nach Hause. Zu der Frau, die uns neue Aufträge gibt. Ich habe ihren Namen vergessen. Es war irgendeine Königin, glaube ich. Hey, Leute. Was war das? Oh, hier ist ja Wasser. Orientierungssinn ist manchmal nicht schlecht. So, nachdem das erledigt ist, kann ich den irgend so einen Blödsinn machen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, die Schwerter und sowas auf volle Pulle bringen. Oh, aber erstmal, was ist denn das? Geil! Pass auf! Rache! Ich muss mal kurz wohin rennen. Sind sie hier irgendwo in der Nähe? Komm, sag mir, die sind irgendwo in der Nähe, die Typen. Schade. Du bist mein erstes Ziel, Lukdash. Gut, wo lang? Ich glaube, hier lang war das. Hier ist ja was am Weg. Warte. Eigentlich müsste ich Lukdash mit dem hier fressen können, oder?
Oder kriege ich den jetzt nur, wenn ich diesen Auftrag da anwähle? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ah, warte, da war ja einer mit R. Wer ist das? Wer ist der R-Typ? Sugar. Hornbläser. Hm. Was ist mit dem Typ? Hat er mich auch schon genervt? Hungrige, Tag Speer, Luke der Sträumer, bla 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 bla. Hornbläser, nee, sieht nicht so aus, als hätte er mich schon mal genervt, aber... Ach, was soll's. Ich habe gerade diesen Grauk, also werde ich ihn auch benutzen. Mehr oder weniger. Komm, steig bitte auf. Danke. Und jetzt Richtung Festung. Ganz ruhig, nicht runterfallen. Mann, die sind schnell, diese gehörnten Viecher. Schieß ihn in den Tod, Wandler. Ein stinkender Grauk? Feiger Tag, hier wohl. Weißt du, was man mit so einem stinkenden Grauk machen kann? Aua. So, und jetzt wieder aufsteigen. Alles klar, Jungs. Grauk, renn. Irgendwie hier runter? Wir wollen jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ach. Nein, 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 nein. Steig wieder auf, bevor du tot bist. Ach, scheiße. Macht meinen Grauk nicht kaputt, den brauche ich jetzt noch. Du kommst mir gerade gelegen. So, wieder ein bisschen Energie getankt und weiter geht's. Renne! Verfolgt uns jetzt ein Karagor, ist ja noch besser. Du bist unser nächstes Ziel. Aber erstmal gucke ich noch, was ich für eine tolle Rune aufgesammelt habe. Wieder so eine. Stufe 9, Stufe 15, Stufe 9 wird verkauft. Alles Butter. Ich mache das übrigens gerade, um ein bisschen Macht zu sammeln. Damit wir mal endlich runterkommen, die letzte Zeile. Und dann da unsere Fähigkeiten benutzen können, ja? Falls sich hier irgendwer fragt, was dieses ganze Blödsinn soll. Jetzt, du wirst doch wohl hier langlaufen können. Danke. Das hat es richtig gebracht. Dieses Viech ist ganz schön träge. Snagok. Der Sack hat sich direkt versteckt in dem Moment, wo es am ungünstigsten war. Du Gierschlund! Zu viel Leben tut nicht gut! Ja, dann komm runter! Noch versuchen raufzukommen. Aber es ging eben schon nicht gut. Ich sollte weniger tun. Mein Verstand spielt. Wir zerhacken dich. Na, warte. Hast du aufgetan?
selbst viel Ärger tat. Lass den Schreck bluten. Er folgt mir aber auch nicht, oder? Oh doch. Jetzt. Ich hab mich auch schon zu Tode gelabert. Das war der Falsche. Jetzt aber den Richtigen. Komm. Wieder der Falsche. Jetzt aber der Richtige. Wieder der Falsche. Jetzt aber der Richtige. Wieder der Falsche. Jetzt aber der Richtige. Wieder der Falsche. Jetzt vielleicht? Mann, gibt's hier viele Orks. Ob der Grauk auch irgendwann genug hat? Es hat schon irgendwie was Witziges. Jetzt haben wir ihn. Und der hieß auch noch ganz passend der Hungrige. Das war immer eine Macht plus 7. So, komm, wir müssen weiter.